Hallo zusammen. Heute gibt es Schweinefilet mit Röschkartoffeln und ausnahmsweise nur die Soße eingefroren. Alles andere ist frisch. Naja, bis auf die Kartoffeln, die habe ich am Tag zuvor gekocht und das sollte eigentlich so sein für Röschkartoffeln. Da sollten die Kartoffeln schon einen Tag zuvor gekocht werden. Ja, das Schweinefilet, die Haut etwas entfernen und dann Medaillon schneiden. Und da so ein Filet für zwei Personen zu viel ist, gibt es natürlich noch ein Zusatzessen dazu. Und dazu wird der Rest dann in Scheiben oder Würfel geschnitten, je nachdem wie ihr das haben wollt, auf jeden Fall klein geschnitten und wird auf die Seite gestellt und eingefroren. Die Medaillons mit Salz, Pfeffer, Paprika würzen. Ich verwende da eine eigene Mischung, die habe ich schon zusammengestellt, ins Glas abgefüllt. Und wie ihr seht, ich verwende da sehr viel Gewürz. Und dann wird die Zwiebel vorbereitet, sie ist dann für die Kartoffeln, für die Röschkartoffel. Ich will Röschkartoffeln mit Zwiebel. Und da ich gerne sehr kräftig gewürzt esse oder gut gewürzt esse, lege ich auch noch den Kümmel dazu. Der wird dann frisch gemahlen über die Röschkartoffeln gestreut. Die Zwiebel sind vorbereitet und jetzt die Kartoffeln schälen und hier das Filet zum Einfrieren, mit Datum natürlich versehen und alles ist vorbereitet. Die zwei Pfannen entsprechend mit der Margarine aufgefüllt. Und jetzt kommen die Röschkartoffeln als erstes ins heiße Fett, gut durchschwenken und dann natürlich gleich salzen. Und damit das Salz auch richtig kontrolliert werden kann, mit der Hand darüber streuen. Nicht mit dem Streuer oder mit der Mühle, einfach mit der Hand. Das geht am besten. So, und meine Röschkartoffeln, die bekommen jetzt eine leichte Farbe schon. Und jetzt ist es Zeit für die Zwiebel. Die Zwiebel darunter geben, gut durchschütteln, alles schwenken und dann geht's an die Filet, die Schweinefilet ins heiße Fett, die ich koche mit der Margarine, nicht mit Öl oder so oder mit Butterschmalz. Ich finde, mit Margarine bekommen meine Filets eine schönere Farbe. Ja, bei voller Pulle anbraten und dann umdrehen und natürlich nicht mit der Gabel ins Fleisch stechen. Das ist eine Todsünde beim Braten und den Herd natürlich zurückschalten, aber jetzt nochmal zum Fleisch einstechen. Da läuft der ganze Saft raus und das Filet ist dann richtig trocken. Und ihr habt gesehen, ich habe mit der Gabel auf die Filet tippt und da stelle ich fest, wie weit das durch ist. Sind die Filets etwas schon hart, dann sind sie fertig und die zwei sind etwas dicker, also noch nicht ganz fertig. Ausschalten den Herd und dann kann ich schon anrichten. Die Röschkartoffeln schön dunkelbraun gebraten, etwas Soße darüber, wer will, muss das nicht sein. Ja, und dann noch einen frischen Salat dazu. Ja, guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und tschüss, bis zum nächsten Mal.